Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Retro Panda Blättert Folge. Ja, es ist länger her, aber ich habe dafür heute ein ganz besonderes Magazin. Und zwar von der Nummer her mag es vielleicht nicht ganz besonders erscheinen. Es ist Ausgabe 2 vom März 1993. Covertitel ist Magical Quest, Mickey Mouse erobert das Super Nintendo. Ja, und warum ist das für mich besonders? Ich weiß so ganz genau, wie ich genau diese Ausgabe als Kind damals hatte und verschlungen habe. Ich habe es einfach wunderbar gefunden, dieses Magical Quest Mickey Mouse, das sah so fantastisch aus und man konnte so viel tun und es war einfach herrlich und ich wollte es haben. Habe ich damals leider nirgendwo spielen können, das hatte keiner meiner Freunde irgendwie, aber ich habe es ja jetzt nachgeholt, hatte auch mal bei Gelegenheit mal einen Test dazu gemacht. Aber ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz rein, wie sich das Magazin so gehalten hat, würde ich sagen. Ne? Ich muss gerade lachen. Irgendwie sogar diese Fanzeichnung, die, wenn ich die gerade sehe, die sind sofort bei mir im Kopf drin. Ich weiß auch nicht, wieso. Diese Ausgabe hat sich echt arg in mich reingebrannt, auf jeden Fall. Ja, wir fangen wieder an mit den Leserbriefen und den Fanzeichnungen. Ich bin gerade echt verwirrt. Ich gucke immer vor so einer Aufzeichnung immer gar nicht rein, aber irgendwie, das flasht mich gerade extrem, das Magazin. Das muss ich wirklich, wirklich verschlungen haben, von vorne bis hinten. Hier so ein Marionetten-Mario, der eher so aussieht. Hier die verschiedenen Outfits für Luigi. Und wir beginnen gleich hier mit The Magical Quest, Story Mickey Mouse. Ja, ich finde ein wunderschöner Plattformer, hat sehr, sehr viel Stil auf jeden Fall und hat, glaube ich, 2 Nachfolger oder sogar 3, ich bin mir gerade etwas unsicher. Halt Kernpunkt ist natürlich neben der schönen Technik und dass er natürlich Mickey Mouse spielt, dass ihr, wie ihr seht, verschiedene Verkleidungen habt und dadurch natürlich auch verschiedene Fähigkeiten. Also Mickey Mouse normal kann natürlich jetzt nicht so viel. Der Feuerwehr Mickey Mouse, der kann mit seinem Wasserschlauch Sachen bespritzen. Und Bergsteiger Mickey kann natürlich mit seinen quasi Enterhaken natürlich klettern. Logisch, Bergsteiger und hier Mickey der Magier kann hier einen fliegenden Teppich und talala und zaubern. Wunderschön und was mich halt so damals so geflasht hat, wenn ihr das seht, diese schöne grafische Aufmachung. Ich meine, klar, es mag technisch natürlich bessere Spiele für Super Nintendo geben, aber das hat so einen ganz schönen Stil einfach. Also nicht, dass es jetzt schlecht aussehen würde, aber natürlich spätere Super Nintendo Titel haben natürlich aus dem System durch diverse Zusatzchips und so weiter natürlich auch wesentlich mehr rausgeholt. Aber das ist einfach ein richtig, richtig schöner Comic-Stil logischerweise und macht einfach nur Spaß, finde ich. Also ich feiere das Spiel echt extrem ab. Ich muss mir echt mal den zweiten und den dritten Teil zur Gemüte ziehen, weil irgendwie komischerweise habe ich das bisher noch nicht. Ansonsten, vom Spiel her an sich ist das eigentlich ein guter Plattformer, gut geraten. Schöne Level mit Endbossen natürlich, wie gesagt, diese verschiedenen Kostüme bzw. Fähigkeiten, durch die ihr dann später auch einfach frei durchschalten könnt. Das ist im Prinzip die Besonderheit, aber dafür das Titelthema, das haben sie einfach nur so ein bisschen gemacht. Wundert mich gerade etwas, da haben sie teilweise echt größere gemacht. Ja, und mal wieder quasi ein Dauerbrenner in allen Magazinen. Natürlich muss dann irgendein Zelda-Spiel irgendwie begleitet werden. Natürlich hier Link to the Past habe ich früher natürlich auch geliebt. Ist mein persönliches zweitliebstes Zelda-Spiel aller Zeiten. Das erste, wie ihr wisst, ist Link's Awakening. Aber ich mag einfach diese 2D-Zeldas auf jeden Fall. Ja, im Prinzip hier geht es einmal weiter in der dunklen Welt natürlich. Das war ja früher so die große Überraschung. Man dachte, man hat den Endboss erledigt, hat sich vielleicht so ein bisschen gewundert. Hä? So lange war das Spiel gar nicht, also für ein Zelda-Spiel, da wurde hier etwas wenig abgeliefert, aber dann kam noch eine größere Dark World und wobei finde ich im letzten Teil lässt das Spiel so ein bisschen nach, zumindest meiner Meinung nach. Ich fand das immer mit diesen Amuletten einsammeln und wo man nicht findet und so weiter etwas sehr verwirrend, wenn man da irgendwie keine Hilfe gehabt hat. Also da alleine drauf kommen ist natürlich ein bisschen uff. Hier gibt es natürlich dann verschiedene Sachen, wie zum Beispiel den Enterhaken. Ich gehe jetzt mal so ganz genau, gehe ich hier gar nicht drauf ein. Und natürlich Super Mario World auch. Das sind natürlich die Dauerbrenner. Die mussten natürlich auch so ein bisschen diese großen Spiele begleiten. Und natürlich wollen sie dafür sorgen, dass jeder Super Nintendo-Besitzer diese Spiele hat.
hat, glaube ich, auch so gut wie geklappt auf jeden Fall. Also das war natürlich immer etwas standardmäßige Kost. Wobei Super Mario World ich ja damals nie so wirklich gespielt habe. Vielleicht mal beim Kumpel, weil komischerweise hatte ich das nicht. Ich frage mich auch, warum, ehrlich gesagt. Den zweiten Teil, den habe ich gespielt, deswegen mag ich den auch etwas lieber, ehrlich gesagt. Aber habe ich natürlich in der neueren Zeit natürlich auch nachgeholt. Ist natürlich nicht umsonst, hat es einen extravaganten Superruf und gilt als einer der besten Plattformer für das System. Vielleicht für manche sogar der beste Plattformer. Wenn man bedenkt, dass das ja gleich zum Start irgendwie abgeliefert wurde, ist das schon echt geil. Nintendo hat da echt ein super Händchen für, dass das spätere Spiele gar nicht so rankam. Aber na gut, auch hier gehe ich mal nicht so drauf ein. Ja, The Addams Family, da habe ich schon mal einen Test zu gemacht, glaube ich. Zumindest wollte ich das, hatte ich das vor. Ich bin mir gerade, ehrlich gesagt, etwas unsicher. Auf jeden Fall ist auch ein, ja, also meiner Meinung nach natürlich etwas schlechter als Magical Quest. Ist halt ein solider Plattformer. Hat natürlich so einen bestimmten grafischen Stil. Addams Family sollte jedem bekannt sein. Habe ich damals echt gerne immer geguckt. Sogar, glaube ich, auch immer noch diese Schwarz-Weiß-Serie, die kam immer zu der Zeit immer auch ab und zu im Fernsehen. Also diese neueren Zeichentrickserien und sowas, die habe ich zumindest damals nicht mitbekommen. Aber es ist natürlich so ein geiles Setting, diese Addams Family. So leicht gruselig, aber dann doch mit dem richtigen Witz irgendwie verdreht und so weiter. Man weiß nicht, ist das jetzt nur Fiktion oder ist das jetzt echt und so weiter. Fand ich immer sehr schön. Ja, gab es auch natürlich, oh, nächste Seite ist das schon durch, natürlich einige Spiele davon, auch für den Gameboy, aber ich möchte euch hier mal, das Heft fällt leider auseinander, also ist nicht mein Originales von damals. Ihr seht hier der Grafikstil, ich weiß nicht, also ich finde es nicht der Beste, wird den Spiel nicht gerecht, ist natürlich okay gemacht, also grafische Qualität an sich ist vollkommen in Ordnung, da will ich gar nichts zu sagen, aber na gut, ja, also wer einen soliden Plattformer haben will mit ein bisschen Addams Family, ist okay, habt ihr auch so ein bisschen freie Auswahl der Level und so weiter. Ja, Bart's Nightmare, ha, da gab es natürlich schon eine Quälzig-Folge für. Im Prinzip ist das eine Minispielsammlung, die durch verwirrende Zwischenlevel irgendwie gestaltet ist. Also im Prinzip ist die Aufmachung ja ganz cool, weil es ist ja, ne, Bart's Albtraum. Dadurch ist natürlich auch alles so ein bisschen leicht, ihr kennt es mal, wenn man einen schlechten Traum hat oder irgendeinen Traum, das ist irgendwie macht das alles irgendwie Sinn, aber ist doch irgendwie verzerrt und genau das erwartet euch hier. Halt viele komische Minispiele, eine Steuerung ist halt Mist, also ich wurde so gar nicht damit warm und ganz ehrlich, so Minispielsammlungen, die sind eh sehr, sehr schlecht gealtert, waren damals aber sehr, sehr populär. Ich nehme an, weil sie einfach zu bauen waren, nehme ich mal fast an, ne? Mario Kart, oh, einer meiner Lieblingstitel für das Super Nintendo. Ich habe es wirklich damals gesuchtet ohne Ende. Mit meinem Bruder hoch und runter gespielt, in Grand Prix Cups freigeschaltet und natürlich auch hier die Battle Arena, wo die haben wir gar nicht so aufgespielt, weil wir uns da immer so gestritten haben. Natürlich immer, wenn Freunde da waren, hat man das gerne mal dann hervorgeholt und gespielt. Ich bin ja noch super, super froh, dass ich das durch Zufall, mein Originalmodul von damals, bei meinen Eltern auf dem Dachboden gefunden habe. Und dank Batteriespeicher war da sogar noch alle freigeschalteten Strecken und so weiter und Kurse verfügbar. Herrlich, herrlich, finde ich super. Wenn ihr meinen Super Mario Kart Test seht, da ist alles noch eingeblendet, was von damals. Das ist vom Originalmodul gespielt worden. Super. Oh. Okay. Die Zukunft beginnt heute. Der Super FX-Chip wird hier anscheinend angekündigt mit so ein paar Screenshots von Starwing natürlich. Interessant, dass sie das erst so nebulös quasi ankündigen, ne? Das ohne ein konkretes Spiel zu nennen. Oder sagen sie, dass das hier das Spiel ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das hier sehr technisch. Das war ja durchaus bei Club Nintendo ja eher die Seltenheit, dass man so auf so technische Neuerungen kam. Wobei natürlich aus der Retro-Perspektive, das ist echt ein super Ding. Also stellt euch mal vor, also das ist ja diese Module, da war dieser FX-Chip drin und dadurch hat das Super Nintendo etwas mehr Power bekommen, um halt diese Polygon-3D-Grafik zu berechnen. Hauptsächlich wurde natürlich dann auch für andere Spiele wie zum Beispiel Yoshi's Island benutzt. Aber stellt euch mal vor, ihr kauft euch heute ein Spiel und da ist ein kleiner RAM-Chip drin, haut eine neue Konsole rein und plötzlich sieht alles viel besser aus. Das könnte man heute gar nicht mehr so nachvollziehen, ne? Tipps und Tricks ist ein bisschen hier durcheinander, würde ich sagen. Nee, komisch, dass Tipps und Tricks hier so am Anfang ist. Also wie ihr seht, das Heft fällt leider etwas auseinander. Ich nehme an, weil der Vorbesitzer... Ah nee, doch nicht.
Ich wollte gerade sagen, dass, oh, das Poster ist natürlich geil. Und das ist ja quasi schon raus. Hm. Ich glaube, das hatte ich sogar damals in meinem Kinderzimmer hängen. Ich glaube, ja, das werde ich mir hier irgendwo in mein Zimmer aufhängen. Also, dass du so ein cooles Poster hast, weil ich mag ja diesen schönen Stil. Ja, Tipps und Tricks, Legend of Zelda, Link to the Past, sehr geil. Würde man heutzutage auch nicht mehr machen, ne? So eine auf altmodisch getrimmte Schriftart. Das ist, heutzutage ist das alles so durchdesignt, da würde man ja sowas gar nicht mehr benutzen. Da würde man die offizielle Spieleschriftart benutzen oder irgendwie sowas. Und ich war mir wegen so, ja, komm. Ist Fantasy, macht man hier sowas mittelalterlich mäßiges, ne? So sieht das ja schon fast aus. Echt drollig. Natürlich hier mit ein paar Tipps und Tricks. Ja, hier kommen wir dann zu dem wunderschönen Poster. Ich mag ja diesen Zeichenstil von Nintendo, der von damals. Also letztens hat auch einer von euch kommentiert, aber schon mehrfach haben Leute unter die Videos kommentiert, dass sie genau das auch so abfeiern, diesen Zeichenstil. Und nicht dieses, ich sag mal, fast seelenlose, also so schlimm ist es jetzt nicht, aber dieses 3D-gerenderte, dass das hier denn doch eine ganz andere Liga, finde ich. Das hat so einen ganz bestimmten Stil, ganz bestimmten Charme. Ich kann den gar nicht so unbedingt greifen, aber ich bin jetzt auch kein Kunstexperte, der das jetzt genau einordnen kann. Aber ich glaube, das hänge ich mir irgendwo hin, weil so gesehen hier ein paar Zelda und Tipps und Tricks, die mir dann entgehen, die sind es denn nicht so wichtig, würde ich sagen. Ja, Super Castlevania Parodius, Super Mario Land 2 gab es da schon raus. Das ist ganz komisch, so die frühen 90er, ich kenne die ganzen Spiele zwar, aber ich kann das immer so ganz schlecht einordnen, weil 93 klingt irgendwie super früh, aber gefühlt für mich ist Super Mario Land 2 erst wesentlich später rausgekommen, aber das ist immer diese Subjektive, ne? Ja, Kirby's Dream Land, wunderbares Spiel natürlich, der erste Auftritt von dem, ja, rosa Knuddelkugel. Hier ist natürlich noch nicht rosa, das kam dann erst später. Wunderbares Spiel, ich mag diese Kirby-Spiele einfach, weil das sind so Feel-Good-Spiele, wisst ihr? Ihr haut so ein Kirby-Spiel rein und schon allein so die Musik, die ist so schön leicht und treibend und so weiter. Und da kommt man gleich in so eine wunderbare Stimmung rein. Schwer sind sie, zumindest die ich gespielt habe, alle nicht so unbedingt. Da mag es vielleicht auch schwere Spiele, Kirby-Spiele geben, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber wunderbares Spiel. Hier hat er allerdings noch nicht alle Fähigkeiten. Also er kann hier fliegen und er kann Gegner einsaugen. Aber hier kann er noch nicht die Fähigkeiten übernehmen. Das kommt dann erst im zweiten Spiel, das dann auf dem NES erschienen ist. Und natürlich auch beim seinen zweiten Auftritt auf dem Game Boy, da hat er es natürlich sowieso drauf. Wobei er da dann auf Tieren reiten kann und so weiter. Sehr interessant, diese schnelle Entwicklung bei den ersten drei Spielen zu sehen. Also erst ist es relativ basic, haben sie so ein bisschen das Setting gesetzt, ein bisschen Kirby vorgestellt, das kann er ungefähr. Und darauf wurde dann halt aufgebaut. Ich mag halt einfach diesen Stil von Kirby und nicht zu Unrecht gehört er ja zu einer der großen Nintendo-Charaktere, finde ich. Ja, Super Mario Land 2. Mein Lieblingsplattformer auf dem Game Boy. Wie habe ich das Spiel damals geliebt? Ich bin so einer, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann brauche ich es meistens nicht nur ein zweites Mal durchspielen. Weil man hat ja alles gesehen und die Motivation ist da nicht so groß. Aber das Spiel habe ich damals wirklich drei, vier Mal durchgespielt. Und zwar, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Diese schönen vielen Welten und das Gameplay. Angenehm knackig, diese Hasenohren als neues Upgrade-Möglichkeit. War einfach fantastisch. Also ich feiere das Spiel derbst ab. Für mich der beste Plattformer auf den Gameboy und gehört auf jeden Fall in meine Top 3 Gameboy-Spiele. Super, super, super. Also, während der erste Teil natürlich gleich zum Launch erschienen ist, ne, klar, neues System, muss natürlich auch Mario-Spiel haben, wo man ja eher so ein bisschen hier, guck mal, das kann der Gameboy und so weiter zeigen wollte, aber nur das noch nicht so komplett ausgereizt hat. Und dann hier, dieser ganze Grafikstil, was eher so der 16-Bit-Ära nachgezeichnet ist, sage ich mal. Also der Mario hier sieht ja so den Super Mario World Mario eher aus als NES-Dings. Ich verliere gerade den Faden. Ihr wisst schon, was ich meine. Wunderbares Spiel, macht super viel Spaß. Hat natürlich auch ein paar, hier und da ein paar Performance-Probleme, muss man sagen, dass es da ab und zu mal etwas Slowdown-mäßig unterwegs ist. Ist aber, finde ich, verkraftbar. Wunderschönes Spiel. Kann ich wirklich nur jens wärmstens empfehlen. Da machen sogar die Unterwasser-Level Spaß, die normalerweise ja nicht so viel Spaß machen. Und was für mich damals auch ein super Punkt ist,
es ist nicht frustrierend schwer. Es ist jetzt auch nicht ganz, ganz leicht, klar, eine gewisse Herausforderung ist es, aber ist eher so am leichteren Spektrum, sage ich mal, der Gameboy-Plattformer aufgehoben. Man kommt ganz gut durch, man muss sich aber einen Tick anstrengen, aber es gibt natürlich viel, viel schwere und frustrierende Spiele. Aber wie Kirby quasi für einen leichten Playthrough immer geeignet. Sprachenlernen leicht gemacht. Wenn Mario sich eine Stimme leiht, ha, interessant, hier sind sie so ein bisschen wirklich so auf Technik und ein bisschen auf Hintergrund gekommen und so weiter. Das ist echt cool hier, ne? So die offiziellen Sprecherstimmen. Finde ich echt eine coole Sache. Andi Silke Ulrich, Mensch, der Club Nintendo ist einer der größten Fanclubs Deutschland. Anfang des Jahres konnte man Mitglied Nummer 1 Million feiern. Wow, das ist natürlich echt nicht schlecht, dass da so viele drin waren. Wobei natürlich dieser Club war ja so gesehen jetzt kein Club, sondern hey, ich will diesen coolen Clubausweis natürlich haben, aber natürlich auch die kostenlose Zeitschrift. Ne? Das war eigentlich immer so Thema Nummer 1, warum man das haben wollte. Ich glaube, gab es da noch andere Vorteile? Ich weiß gar nicht, aber naja, gut. Unter Club verstehe ich vielleicht etwas anderes, aber so haben sie es genannt. Das ist auch gut. Club Nintendo war damals eine feine Sache. Informationsquelle Nummer 1 für mich als Kind. Und deswegen habe ich auch nie mitbekommen, was Sega noch so hat und alles. Ja, Mystic Quest, auch ein wunderbares Spiel natürlich. Ich glaube, Link's Awakening kam dann wahrscheinlich noch nicht raus. Habe ich ja nachholen dürfen. Das war für mich gar nicht so populär. So ein Kopf irgendwie. Ne? Hier, cool, hier haben sie sogar mit dem Luftschiff dann die eine Szene gezeichnet. Ne? Ich halte das mal so ein bisschen ran. Sehr cool, sehr cool. Ja, schönes Spiel. Für mich ist natürlich Link's Awakening ein Tick besser, aber ist sehr, sehr cool. Dass das auch so früh für den Game Boy erschienen ist, finde ich sehr, sehr verwunderlich. Ist im Prinzip ein Action-Rollenspiel, kann man sagen. Teilweise etwas verwirrend, so ein paar aus, also zumindest für mich als, ich habe ja das Spiel erst vor 2-3 Jahren für mich entdeckt. Damals ja nicht und deswegen gucke ich natürlich auch mit heutigen Augen auf das Spiel. Also das Spiel ist super, da will ich natürlich nichts sagen. Vor allem für die Fans des Gameboys, wo das meiste irgendwelche seelenlosen Plattformer oder Minispielsammlungen sind. Aber so ein paar Designentscheidungen, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie zum Beispiel diese verbrauchbaren Spitzhacken, die man ständig braucht und so weiter. Ich habe ja mal so ein Let's Play angefangen und das immer verflucht und mich aufgeregt. Würde man aus der heutigen Zeit natürlich anders machen, aber gut, frühe 90er Jahre, da war das Spieldesign natürlich noch etwas anders. Kann ich aber wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ist auch wirklich Pflichtteil einer jeden Gameboy-Sammlung, finde ich. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, gucken wir mal in den Systemcharts, was da ist. Super Nintendo, Super Mario World und Zelda natürlich. Pilot Wings bei den Profis, Mario Paint, naja, okay. Castlevania, Super Mario Kart, Super Ghosts and Ghosts, F-Zero. Ich gehe jetzt mal hier nur die unteren, weil, wie man hier sieht, ja, ein paar gute sind natürlich dabei, aber die Leser mit Super Tennis, Super Soccer, die sind zwar okay Spiele, aber sind natürlich nicht ganz so gut gealtert. Game Boy, Super Mario Land, Super Mario Land 2, Mega Man, Gargoyles Quest, Tetris, DuckTales, Tiny Toons, Tetris, Dr. Mario, Fortress of 4, Quirk, auch sehr cool. Mickey's Dangerous Chase, Super RC Pro M, auch hier würde ich fast sogar den Lesern zustimmen. Ich frage mich nur, warum Super Mario Land 2 da noch nicht da drin ist. Ich nehme mal an, das war wahrscheinlich da zu kurz auf dem Markt oder ähnliches, dass sie es noch nicht reinwählen konnten. Ansonsten, doch, ja. Habe ich auch gerne gespielt, WWF Superstars, Blades of Steel sowieso, F1 Race, klar, war Pflicht. Cool. NES, Super Mario Bros. 3, Legend of Zelda, Star Topics, das muss ich auch unbedingt mal spielen, das steht fest auf meiner To-Do-Liste. Zelda 2, Super Mario Bros. 3, müsste eigentlich hier ganz vorne sein, aber hey. Manic Mansion, dass das damals auf dem NES so ein großes Thema war, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Muss ich mir auch mal holen, weil das ist natürlich der Klassiker von LucasArts Adventure. So, meine Top 10, R-Type, Spider-Man, Watercross Maniacs, Super Mario Land 1 und 2, so weit unten und Amazing Spider-Man über Super Mario Land 2, Junge, Andreas, nicht gut, Fortified Zone aber, das ist ein schönes Spiel. Haben wir wieder Comic? Oh, mit Michael Jackson und Madonna anscheinend. Das ist keine Ahnung gerade. Ich lasse wie immer mal meine Pfoten weg. Falls ihr das Comic lesen wollt, einfach pausieren. Stimmt, da wollte Mario, glaube ich, singen.
irgendwie kommt mir das echt bekannt vor. Also es ist schon krass, wenn man so ein Magazin so lange Zeit nicht gesehen hat, was für Flashbacks man da bekommt. Das ist echt interessant, finde ich. Herrliche Sache. So, Mega Man 4. Ja, wie ich ja schon immer ungefragt bei jeder Gelegenheit zum Besten gebe, ich bin kein Mega Man-Experte. Soweit ich das mitbekommen habe, ist Mega Man 3 eines der besten Titel. Mega Man 4 wird dann ja wohl nicht komplett schlecht sein. Aber kann ich jetzt nicht zu viel sagen. Aber es ist natürlich klar, das NES ist hier auf dem absteigenden Ast und deswegen natürlich auch nicht so groß gefeatured in diesem Magazin. Eishockey. Joa, sieht ein bisschen krümelig aus, muss ich sagen. Da sieht Bates of Sea, glaube ich, etwas besser aus. Finde ich zumindest. Achso. Das ist von 88 das Spiel und das haben sie hier dann nochmal reingedingst. Die brauchen echt dringend Themen, oder? Super Mario Brothers, Pinball, das ist natürlich das Original mit, ne, auf einem Bildschirm und so weiter. Das alte Arcade-Spiel. Ja, Pinball ist ein Pinball-Spiel, da bin ich auch nicht so der Experte. Und sind wir schon durch. Relativ kurze Ausgabe diesmal. Aber wie gesagt, schönes Magazin. Man merkt so ein bisschen, dass es natürlich so März ist. Ne? Da gibt es noch nicht so viele Neuigkeiten. Haben natürlich auch so ein paar Specials gemacht, wie ein Super FX-Chip angekündigt und auch die Synchronisation und so weiter. Aber durchaus ein schönes, interessantes Magazin auf jeden Fall. NES-Klassiker ganz neu anscheinend. Haben sie die etwas gefeatured, deswegen keine Ahnung. Aber sind wir schon wieder durch. Danke, dass ihr reingeschaut habt, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, tschüss.